Henry! Ich mag keinen Sellerie und Karotten. Die sind... sehr gesund. Henry, das nimmst du mit, sonst ist der Schulausflug gestrichen und das Eis somit ebenfalls. Erpressung von meinem eigenen Vater. Wir besichtigen heute nämlich die Frosteisfabrik. Da habe ich's besser als Peter. Er geht mit seiner Klasse nur ins langweilige städtische Museum. Du machst mir alles nach. Du hast das gleiche T-Shirt wie ich an. Zieh es aus. Mama hat gesagt, ich darf anziehen, was ich will. Und ich will das hier anziehen. Ach ja? So gemein, Henry. Oder du verbringst den Rest des Tages auf deinem Zimmer. Aber ich will nicht, dass er das Gleiche anhat wie ich. Henry, stell dich bitte nicht so an. Das merkt doch gar keiner. Gut, es muss ja nicht gleich jeder wissen, dass wir verwandt sind. Also, es gab leider eine Planänderung. Die Eiscremefabrik ist heute geschlossen. Und deshalb sehen wir uns stattdessen das Museum an. Das Museum? Können. Und setzt euch bitte alle auf euren Hosenboden. Gehen wir doch woanders hin. Museen sind doch voll langweilig. Guten Morgen, Kinder. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Und ich bin Frau Knirsch. K-N-I-R-S-C-H. Ich habe heute das Vergnügen, eure Museumsführerin zu sein und euch alles zu zeigen. Ich will die Dinosaurier sehen. Ich auch. Ich fürchte, das ist leider nicht möglich. Unsere neue Dinosaurier-Ausstellung ist derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen. Und wo haben Sie die eingeweckten Könige? Du bist mir ja ein aufgewecktes Kerlchen. Eingeweckte Könige ist lustig. Du meinst die Mumie aus dem alten Ägypten, nicht wahr? Eine Mumie. Unglücklicherweise musste die Halle mit der Sammlung aus dem alten Ägypten für die Dinosaurier-Ausstellung geräumt werden und ist deshalb ebenfalls für die Öffentlichkeit geschlossen. Dann kommen wir eben wieder, wenn sie geöffnet ist. Du bist hier, um etwas zu lernen, junger Mann. Und für diejenigen, die unartig sind und sich nicht benehmen können, haben wir einen ganz besonderen Raum. Und in den würde ich an deiner Stelle nicht wollen. Folgt mir, Kinder, und nicht rennen! Mal herhören. Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben. Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren gesamten... Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können. Betrachten wir mal diese Erde. Echter Nährboden von Mutter Natur. Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert. Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie. Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte. Sie lebt, sie lebt. Sehr witzig, junger Mann. Aber genau das trifft zu. Die Erde lebt. Das war ein super Tag. Pitch Patch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte. Bert, du bist zum Totlachen. Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen. Die Schule hat angerufen. Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen. Echt? Morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen. Komma drei. 5,5. 10 nach 8, Henry.
Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andi. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und er ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Hm, stimmt auch wieder. Uah! Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm. Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen hat? Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben, wo ein ertrinkender Angsthase drauf ist. Das reicht. Schwimm, 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 schwimm. So, 5 Meter locker geschafft. Darf ich jetzt wieder raus? Henry, für wie blöd hältst du mich? Ist das eine Fangfrage? Ich sagte schwimmen, nicht laufen. Du bleibst auf der Nichtschwimmerseite und übst. Und du steigst erst aus dem Wasser, wenn du das Seepferdabzeichen schaffst. Sind die Männer bereit, Hauptmann? Ja, mein König. Dann blas zum Angriff. Attacke! Feuer! Wie soll ich mit diesem popligen Schloss eine anständige Schlacht führen? Ich brauche ein ordentliches Schloss. Nichts mehr drin. Ich brauche mehr Geld! Ich brauche mehr Taschengeld. 50 Cent die Woche ist ausreichend, Henry. Ich bin mit meinem Taschengeld sehr zufrieden. Ich spare sogar das meiste davon. Von Peter könntest du eine Menge lernen, Henry. Sei nicht so gemein, Henry. Jetzt reicht es mir, Henry. Kein Taschengeld für eine Woche. Was? Nein! Ich brauche aber ein neues Schloss. Dann musst du eben dafür sparen, Henry. Aber wie soll ich denn sparen, wenn ihr mir kein Geld gebt? Du könntest es dir verdienen. Verdienen? Hör auf, Henry! Kaputt. Hat ein Loch. Ein Schachspiel. Für was halten die mich eigentlich? Ich brauch dringend noch mehr Sachen. Du siehst teuer aus. Komm zu Henry. Riecht wie ein Babypo. Hast du auch was zu essen? Nein. Wie viel hast du denn schon eingenommen? 37 Cent.
gib das her, wenn du es nicht kaufst. Machst du einen Flohmarkt, Henry? Du kriegst aber auch alles mit, Alf. Die Einnahmen sind für einen sehr guten Zweck. Kinder in Not. Henry, das ist Mamas bestes Parfüm. Ach, sie hat noch so viele Flaschen. Eine vermisst sie schon nicht. Der kostet 10 Euro. Ich geb dir ein. Na gut. Das ist aber Papaschläger. Jetzt hör schon auf zu meckern, sonst verkaufe ich dich. Orangen, frische, saftige Orangen. Wer gibt mir 5 Heller für diesen schmächtigen Bauern? Er schrubbt die Böden, mistet den Stall aus und er isst nur Schlamm. Das ist es. Genau. Möchtest du dir etwas verdienen, Peter? Und wie? Ich könnte dich als Diener verkaufen. Ich gebe dir 10 Cent dafür. Ist das alles? Na schön. 10 Cent am Tag. Das macht 20 Cent für ein Wochenende. In meine Sparpläne würde das schon reinpassen. Also gut, ich mache es. Super. Setz dich auf die Mauer und sieh arbeitswillig aus. Okay, wer möchte sich einen Diener fürs Wochenende mieten? Er kostet nur 75 Cent am Tag. Oder als Schnäppchen 1,50 Euro für 2 Tage. Was macht er denn so? Alles, was du willst. Er ist ein Diener. Gut, ich nehme ihn. Ist bestimmt cool, jemanden zu haben, der alles macht, was ich will. Wieso bekomme ich nur 20 Cent, wenn dir Bert 1,50 Euro bezahlt? Für Unkosten. Und jetzt geh mit deinem neuen Besitzer mit. Es wäre super. Wenn ich Peter ausbezahlt habe, bleiben mir noch 2,67 Euro. Das lässt sich noch ausbauen. Na, mein Geburtstagskind, freust du dich schon auf deine Party? Und wie? Wir spielen Fang das lustige Hippo und tanzen die Gänseblümchen und... Vergiss den Clown nicht. Oh ja, der Clown! Wozu ein Clown? Du bist doch selbst einer. Sei nicht so gemein, Henry. Wenn er Geburtstag hat, wieso muss ich dann eigentlich baden? Jetzt ab mit dir und hilf deinem Vater bei den Geschenktüten. Yippie, yippie, yippie! Und ich muss ja noch den Geburtstagskuchen fertig machen. Kuchen? Das klingt schon besser. Ich habe Bert eingeladen. Ja! Damit du Gesellschaft hast. Aber versprich mir, dass du dich benimmst, Henry. Ja, Mama. Ich nehme an, der Zwerg muss hin und wieder auch mal Geburtstag feiern dürfen. Oh, ja. Nicht rein. Wir haben nämlich schon einen Clown. Ja, und der steht direkt vor meiner Nase. Geh mir aus dem Weg. Wegen dieser Party verpasse ich meine Lieblingssendung. Wehe, das lohnt sich nicht. Bert, sieh dir das an. Der Kuchen ist bestimmt oberlecker. Der gehört mir. Den Kuchen gibt es erst nach der Clown-Vorstellung. Wo sind die Süßigkeiten? Henry, hast du Peters Geburtstagsgeschenk? Ja, es ist oben. Yippie! Ui, eine Handpuppe! Danke, Ludwig! Schau, Mama, ich habe eine Taschenlampe bekommen, damit ich im Dunkeln Märchen lesen kann. Und selbstgestrickte Ohrenwärmer, ein großes Blumenlexikon und eine Schachtel Verschwindibus-Schokolade von Laura. Verschwindibus-Schokolade? Ja, die kann einfach verschwinden. Warte!
warte, bis Peter eine Ladung davon abkriegt. Nach dem Abendessen geht's ab in die Wanne. Nur ich, die Quietscheente und das Krokodil. Und Peter. Papa sagt, in diesem Haushalt wird zu viel Wasser verbraucht. Ab sofort badet ihr zusammen. Aber ich will nicht auf der Seite vom Wasserhahn sitzen. Es ist zu heiß. Neue Hausregel. Wer beim Wasserhahn sitzt, darf die Temperatur bestimmen. Ich sitze diesmal auf der Wasserhahnseite. Nein, das sitzt du nicht. Ich bin dran. Ich bin auf der Wasserhahnseite. Oh nein. Papa beschließt, dass es doch keine so gute Idee war, uns zusammen baden zu lassen. Mama sagt, um 8 Uhr muss ich ins Bett. Aber um 8 geht doch kein Mensch ins Bett. Außer gute brave Jungs, so wie der perfekte Peter. Und mein Freund Bert darf immer ins Bett gehen, wann er will. Mach dich bettfertig, Henry. Also mach ich das. Ich halte den Rekord als langsamster Zähneputzer der Welt. Ich sage Papa, dass ich Hunger habe. Zu essen gibt's jetzt nichts mehr. Und dass ich Durst habe. Na gut, ich hol dir ein Glas Wasser. Gute Nacht, Henry. Wenn ich König bin, dürfen alle Kinder so lange aufbleiben, wie sie wollen. Aber bis es soweit ist, muss ich mir eben was einfallen lassen. Henry? Oh. Oh. Mama, es ist zu hell! Komme! Mama, es ist zu dunkel! Mr. König finden. Ich glaube, ich habe ihn in der Küche gelassen. Gut, ich sehe mal nach. Also warte ich und warte und warte. Ach, muss man denn immer alles selber machen? Typisch. Sie sind nicht mal gekommen, um mich zuzudecken. Na endlich! Mal sehen, was die alte Streitaxt dazu sagt. Mieze? Nein!